Die Mondpyramide folgt dem Ruf der Leviathan. Sie manifestiert, was wir zutiefst bereuen. Einst haben wir die Albträume verbannt. Doch ein neues Übel lässt sie wieder erwachen. Wir verstecken uns nicht vor Albträumen. Wir erheben uns, wir stellen uns dem Feind und konfrontieren mit offenen Augen unsere dunkelste Angst. Die Albträume versammeln sich an deiner Position. Beginne mit der Ernte. Und du wirst zum Vertilger der Angst. Großartig. Es ist der Anfang vom Ende. Ja, das war jetzt der neue Trailer. Eigentlich sollte der heute unserer Zeit um 17 Uhr online kommen. Aber PlayStation Japan hat sich gedacht, nee, wir hauen den jetzt mal früher raus. Und Bungie hat sich dann gedacht, ja, jetzt ist eh scheißegal, machen wir unsere auch alle früher. Ja, so schnell kann es gehen. Ich habe mich jetzt schon die letzten Tage sehr auf heute gefreut, so ein bisschen wie auf Weihnachten. Könnte man ein bisschen überziehen. Und dann wache ich auf. Und zack, der Trailer ist da, die Infos sind da und ich bin krank und kann keine Videos direkt dazu raushauen. Aber das ist mir jetzt egal. Dieses kleine Infovideo muss jetzt trotzdem sein. So, hier schauen wir uns mal eben kurz die Webseite an von der aktuellen Season. Season der Heimgesuchten. In Deutsch übersetzt. Link gebe ich euch dazu unten noch in der Infobox. Dann haben wir hier einmal, wir können Disney 2 kaufen. Dann können wir uns nochmal den Trailer angucken. Und hier steht nochmal, von wann bis wann die Season läuft. Und dann sehen wir hier schon Rückkehr der Leviathan. Denn die Leviathan und vermutlich dann auch Kalos ist nämlich jetzt auf der Suche nach der schlummernden Pyramide auf dem Mond. Und ist dabei inzwischen, weil er zur dunklen Seite gegangen ist, sage ich jetzt mal, ist die Leviathan ziemlich korrupt. Ein bisschen so wie die Glykon, nur irgendwie alles in Rot anstatt in Blau und Grün. Ja, dann Geister unserer Vergangenheit. Durch die Verbindung der Leviathan mit der Pyramide, auf dem Mond halt, erwachen Albträume aus der Vergangenheit und drohen jeden zu quälen, der es wagt, sich ihnen in den Weg zu stellen. Und wir sollen in den Abgrund blicken, um die Tapferkeit im Gewand des Schnitterns im Strahl der Sense zu sehen. Dann haben wir hier noch Lunas Schutz. Und zwar gibt es nämlich jetzt die Helm über unserem Mond. Die wurde dahin verlagert. Die ist ja stationär. Und hier sehen wir den Warlock. Dieses Bild ist davon ultra geil. Werde zum Schnitter. Hier gibt es auf jeden Fall eine Aktivität, eine skalierbare. Albtraumeindämmung. Da müssen wir dann die Albträume in Zaun halten. Das wird dann die neue 6-Mann-Aktivität. Und natürlich gibt es auch wieder wöchentliche Story-Missionen. Albtraum und Opulenz. Unbefugt kommt als Waffe zurück, war meine Destiny 1 Exo. Dann opulente Waffen. Einige kennen diese Waffen wahrscheinlich noch. Die Menagerie war das. Diese Arena, die fand ich ziemlich cool, aber die war nur noch ein paar Wochen drin, als ich wieder zurückkam. Und dann haben wir hier die neuen saisonalen Waffen, die wirklich ziemlich cool aussehen. Also sie sind an den opulenten Waffen, das sieht man hier so ein bisschen angelehnt, aber sie sind auch ein bisschen ans Thema der Season angepasst. Was, es sieht echt cool aus. Und das hier ist die saisonale Rüstung, ohne Ornament. Und ich schätze mal, das hier ist die neue Season-Rüstung mit Ornament. Es sieht so geil aus.
Season Pass, ganz klar. Es gibt wieder exotische Waffen. Also so wie es aussieht, ist die alte Destiny 1 Exo-Waffe in der Season drin, also im Season Pass. Dann, wie gesagt, hier, das sind die Ornamente. Und natürlich wieder Prämien, dies, das. Hier kann man sich das nochmal anschauen. Okay. Shader. Nice, ich liebe Shader. Und hier, das hier ist ein Ornament, aber exotisch. Und das gab es bisher noch nicht, klar. Auf Exo-Rüstung gab es das, aber nicht für unsere Rüstung selber. Ich denke mal, dass es da nicht nur cool aussieht. Man sieht ja schon hier, hier kommt Qualm aus den Augen. Hier genauso, hier aus der Krone. Das ist halt wirklich was Exotisches ist. Und ich finde die Idee ganz cool. Und die Leaks haben gestimmt. Wir bekommen Solar 3.0. Kostenlos für alle Spieler. Solar ist komplett neu überarbeitet, bekommt auch wieder Aspekte und Fragmentsysteme, wie auch schon jetzt Stasis und Leere, Warlocks, Hunter, Titan. Ja, das war's an sich. Ich bin mega gehypt. Ich hoffe, mir geht's ein bisschen besser bis um 18, 19 Uhr. Und dann werde ich jetzt die nächsten Tage damit verbringen, richtig nice Builds zusammen zu basteln. Ich freue mich da richtig drauf. Das macht mir jedes Mal so viel Spaß. Na dann, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und man sieht sich. Ciao, ciao.